Hallo und herzlich willkommen, das zweite Mal heute. Wie du siehst, habe ich hier schon gearbeitet und habe so schöne Muster für dich vorbereitet. Diese Muster ist ganz einfach zu stricken. Da würde ich sagen, sogar für Anfänger. Das ist die rechte Seite. So sieht die linke Seite aus. Ist natürlich nicht so schön wie die rechte. Ich habe die hier, diese Beispiel gestrickt, wieder aus meiner Lieblingswolle, Merino Baby, mit Nadelstärke 3, 3,5, glaube ich, sind das, 3,5. Und so sieht das aus. Die Skizze kannst du dir bei Facebook kopieren und ausdrucken, dann kannst du das besser nachher verarbeiten. Wie du siehst, wir haben hier nur 10 Musterreihen und 19 Maschen. 19 Maschen plus 2 Randmaschen. Also für einen Rapport habe ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, wir haben hier 2 Rapports. Ja. Dann nimmst du 19 Maschen plus 2 Randmaschen. Es kommt darauf an, wie viel du für dein Projekt brauchst. Dann musst du dir das ausrechnen. Hier sage ich euch noch was dazu. Ich habe hier 3 Rapport nach oben gestrickt. Entschuldigung, irgendwas habe ich, ein Frosch da im Hals. Und dann kannst du dir das zum Beispiel ausrechnen, wie viel Maschen du brauchst, wenn du diese Muster oder diese Beispiel mit der Wolle strickst, was du zum Beispiel für deine Strickjacke benutzen willst, dann machst du das zum Beispiel so wie ich. Ich habe jetzt hier zweimal 2 Rapport und 3 nach oben. Und dann musst du nur ausmessen, wie viele Zentimeter hast du hier die Breite und in der Höhe. Und dann die Maschen ausrechnen. Und dann hast du schon die Größe oder beziehungsweise die Maschenzahl, was du brauchst für dein, ich sag immer Projekt, weil ich weiß nicht, was du mit dem Muster stricken willst. Ja, ich überlege, ob ich noch was zu sagen habe, aber ich glaube, das reicht. Ich habe genug gesagt. So meine Skizze. Das wiederhole ich oder sage ich jedes Mal, wenn am Anfang, für die von euch, die bei mir zum ersten Mal sind. Die, die mich kennen schon hier bei YouTube, wissen, dass die Zeichen bei mir, die ändern sich nicht. Wenn die sich ändern, dann sage ich immer Bescheid, gleich am Anfang. Aber wie gesagt, ich mache das am meisten, zeichne ich das selber, weil wenn ich das irgendwo in Zeitung oder Buch oder im Internet finde, dann sind das ganz andere Zeichen. Deswegen will ich in meinem Kopf auch keinen Mischmasch machen und auch bei euch nicht. Deswegen verwende ich immer die Zeichen. Das sind die linken Maschen. So zeichne ich die linken Maschen hier. Und das sind die rechten Maschen. Hier haben wir die Umschläge. Und das sind 2 Maschen zusammen nach rechts stricken, aber die biegen sich auch nach rechts. Und das sind 2 Maschen zusammen nach rechts stricken, aber die biegen sich nach links. Das zeige ich euch gleich, den von euch, die das zuerst einmal bei mir sehen. So, wir fangen an mit der ersten Reihe. Noch dazu sage ich, wenn du jetzt die 19 Maschen fertig hast mit deinem Muster, dann fängst du wieder an von der ersten Masche und so weiter und so weiter. In den Reihen 2, 4, 6, 8 und 10 stricken wir die Maschen so, wie die erscheinen. Ab der Reihe 11 wiederholen wir das, so wie die Reihe 1. Die erste Masche ist die Randmasche.
Ich heb die immer auf. Und dann haben wir vier Maschen links. Eine Masche, zweite, dritte und die vierte Masche. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen und noch einmal zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier von der Seite und stricken die zwei Maschen zusammen. Und jetzt kannst du mal sehen, dass die Masche biegt sich nach rechts. Und nochmal das. Und das war die zweite. Dann haben wir einen Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts und ein Umschlag. Dann kommen die zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Zweimal stricken wir die und da stechen wir von der Seite und holen den Faden. Und noch einmal. Und dann kommen vier Maschen links. Zwei, drei und vier. So, das war erster Rapport. Jetzt fangen wir wieder mit der ersten Masche und da stricken wir vier Maschen links. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss das bisschen locker machen, so. Und nochmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Noch einmal. Zwei zusammen, die sich nach links biegen. Da kannst du mal sehen, dass die Masche nach links zeigt. Und dann kommen vier Maschen links. Eins, zwei, drei und vier. Und die Randmasche, die stricke ich immer nach links. Wir haben jetzt zusammen zwei Rapport gemacht. Jetzt, das war die Reihe 1 und die Reihe 2 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir haben in voriger Reihe hier die Maschen links, deswegen stricken wir die jetzt hier nach rechts. Die Umschläge und die Maschen, die wir zusammengestrickt haben, die stricken wir alle nach links. Und so machen wir das, bis wir ganz am Ende sind. Wir sind jetzt bei der dritten Reihe. Als erste kommt die Randmasche, dann haben wir drei Maschen links. Eins, zwei, drei. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts. Eins, zwei und drei. Ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag. Dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Und noch einmal zwei zusammen, die sich nach links biegen. Drei Maschen links. Das war unser erster Rapport. Jetzt fangen wir wieder von vorne hier. Drei Maschen links. Eins, zwei und drei. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. So. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Drei rechte Maschen, zwei und drei. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag.
Und dann kommen zwei zusammen, die sich nach links biegen. Noch einmal. Und die letzten drei Maschen, das sind die linke Masche und jetzt kommt die Randmasche. Das war die Reihe 3. Die Reihe 4 stricken wir alle Maschen, so wie die erscheinen. Die Reihe 5, die Randmasche, zwei Maschen links, 1 und 2. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal. Ein Umschlag, eine Masche rechts und ein Umschlag. Dann kommen fünf Maschen rechts. Fünf. Ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag. Zwei zusammen, die sich nach links biegen. Noch einmal zwei zusammen nach links. Zwei Maschen links. Und das war unser erster Rapport. Jetzt kommt unser zweiter Rapport. Zwei linke Maschen. Eins und zwei. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Dann kommen fünf Maschen rechts. Drei, vier und fünf. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei zusammen, die sich nach links biegen. Zwei zusammen, die sich nach links biegen. Zwei links. Und die Randmasche. Das war die Reihe 5. Die Reihe 6 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir stricken jetzt die siebte Reihe. Wir fangen an mit der Randmasche und dann kommt eine Masche links. Und danach kommen zwei Maschen zusammen nach rechts, die sich biegen. Noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts und ein Umschlag. 2, 4, 6, 7 rechte Maschen. 3, 4, 5, 6 und 7. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen und noch einmal zwei zusammen, die sich nach links biegen. Und dann kommt eine Masche links. Das war erster Rapport in der Reihe 7. Jetzt fangen wir wieder an mit Rapport Nummer 2 von der ersten Masche, so wie die erste Masche. Das heißt linke Masche und dann kommen gleich zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und wieder zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Muss ich das ein bisschen locker machen. So. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag und jetzt kommen sieben Maschen rechts. 4, 5, 6 und 7. Dann kommt ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Und noch einmal. Und dann haben wir die linke Masche und die Randmasche. Das war die Reihe 7, die Reihe 8. Stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Die neunte Reihe, da kommt die Randmasche und dann fangen wir gleich an mit zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Und jetzt haben wir neun Maschen rechts. Zwei, vier, sechs, acht
und 9. Das heißt, wir machen jetzt 6, Entschuldigung, wir strecken jetzt 9 Maschen rechts. Das war jetzt, glaube ich, die vierte, ja. Die fünfte, sechste, siebte, achte und neunte. Ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, zwei zusammen, die sich nach links biegen, zwei zusammen, die sich nach links biegen. Wieder zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. 9 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen. 2 zusammen, die sich nach links biegen und die Randmasche. Das war unsere Reihe 9. Die Reihe 10, das ist jetzt die letzte Reihe. Die stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Das heißt, in dem Fall hier sind das nur linke Maschen. Denk bitte dran, dass die Umschläge, die alle Umschläge bei dem Muster stricken wir nach links. Die würden links abgestrickt, so wie die Maschen, die wir zusammenstricken. Die würden auch nach links abgestrickt. Das ist jetzt die letzte Reihe, die zehnte Reihe. Da stricken wir in dem Fall alle Maschen links. Das war Umschlag, den stricken wir auch nach links. Hier wieder ein Umschlag von voriger Reihe. So. Sehr schöne und einfache Muster. Wie du siehst, das geht wirklich ganz schnell und sehr einfach. So, wir sind jetzt fertig. Wir haben insgesamt jetzt hier, ich habe Angst, dass ich verliere die Maschen, wenn ich das noch breiter hier mache. Wir haben jetzt hier bei dem Muster sind wir, haben wir vier Rapport nach oben. Siehst du, und jetzt habe ich schon eine verloren. Die Stricknadeln sind einfach ein bisschen zu kurz. Und ja, das war's für diesen Moment. Mehr habe ich für heute, glaube ich, nicht. Jetzt muss ich ein bisschen Pause machen. Wie gesagt, das kannst du dir kopieren bei Facebook und ausdrucken, dann hast du das vor den Augen, dann strickt sich das viel, viel besser als wenn ich euch das erkläre. Okay, ich sage erstmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe euch das richtig erklärt und ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Tschüss und danke, eure Mira.